Alles klar, Manu. Brudi, du weißt, ne? Wenn du quatschen willst oder so, ne? Kannst mich jederzeit kontaktieren. Guck mal, das sehe ich hier jetzt gerade. Ich habe schon 18.174 Gil. Ja, da ist das Fang jetzt toll drauf. Das Weihnachtskaktus blüht rot. Den habe ich schon seit 20 Jahren und der bekommt nur alle paar Wochen mal Wasser. Die Kakteen müssen sowas ja auch aushalten. Wobei, die Antwort von meiner Frau würde ich dann definitiv verstehen. Selbst ein Kaktus geht bei mir drauf. Ja, ich weiß, Schatz. Activating Combat Mode. Sich dann irgendwie aufwerten kann? Nun ist Günther zu Hause und den Pflanzen geht es besser. What, safe Günther? Hibiskus ist auch nicht so wehleidig. Ich habe seit 2017 welche und denen geht es gut. Also ich muss sagen, den Hibiskus, den ich hatte, der hatte leider ungebetene Gäste unten im Blumenbeet, also unten in der Erde. Den hatte ich dann erstmal isoliert, damit die Viecher nicht auf die anderen Blumen gehen. Und hab dann die Erde ausgetauscht. Und da war so ein bisschen am Kränkeln. Jetzt geht sie mittlerweile wieder gut. Aber wenn ich vergesse zu gießen, das nimmt er mir wirklich sehr schnell krumm. Die Blätter werden sehr schnell bei ihm gelb. Und dann will er abwerfen. Also wenn du da bei dem vergisst, dann... der ist wirklich dann nicht... ist nicht amused darüber. So... Mein Hibiskus ist da wirklich. Activating Combat Mode. Out of the way. Conflict resolved. Oh yeah. Ja, Wasser brauchen die schon einiges. Ich gieße sie. Alter, echt jeden Tag? Ich hab Angst, dass ich die alle überwässere. Activating Combat Mode. Existiert ja noch einer. Nein, Hibiskus ist ziemlich durstig. Uiuiui. Wie gesagt, ich hab echt Angst, dass ich da zu viel Wasser dran mache und dass sie mir dann dabei kaputt gehen, weil ich sie ertrinke. Deswegen bin ich da immer so ganz vorsichtig mit Blumengießen. Und als dann der eine gesagt hat, ja, du kannst deinen Benjamini da jede Woche gießen. Habe ich gedacht, ja, nee, ist klar. War das, wo ich dann auch Alexa dann das gesagt habe. Dann alle 4 Wochen kriegt er jetzt alle 3 Wochen. Ich habe Angst. Das ist halt mein Benjamin. Den habe ich seit meinem 3. Lebensjahr. Das hier viel zu machen, ey. Auf Stufe 4 müssten wir eigentlich noch hinkriegen. Solange er sich wieder aufrappelt, ist doch alles gut. Also ich muss mal sagen, du kennst ja das Bild von ihm. Er ist nicht grüner geworden.
Wenn ich mal in der Nähe sein sollte, helfe ich dir. Das finde ich ganz lieb. Ich weiß ja, ich muss ihn umtopfen. Und meine Frau hilft mir nicht dabei, weil sie Angst hat, dass er dann drauf geht. Ich kann sie dann auch verstehen, weil das würde ich hier wirklich krumm nehmen. Ja, was dafür? Sicher. Weil die dann. Was? Wie nicht? Ja, du sagst immer, sobald es anfällt, dann gehen sie schon drauf. Jetzt berührt sie gerade ein grünes Blatt und ich sehe mein Benjamini wieder verfault. dafür musst du aber erstmal in der Nähe. Ja, am besten ist Zocco. Was? Am besten ist Zocco, ich bin weggefahren und Zocco sollte die Topfpflanzen gießen. Im März. Hab überall Zettel aufgehängt. Tomaten gießen. Ja, Zocco ist nicht gerade um die Ecke. Ja. Ja, und was ist mit den Pflanzen passiert? Warte mal, also, warte mal, nee, komm, mach mal dein Mick und dann kannst du das erzählen, weil dann kann ich mich hier auf das Kämpfen weiter konzentrieren. Ja, die Tomaten standen in der Fensterbank, die Mutti meinte. Ja. Und draußen standen aber auch welche und es hat geregnet. Und da war ich der Meinung, dann brauche ich sie ja nicht gießen. Ich wusste aber nicht, dass in der Fensterbank auch welche stehen, das hat sie nämlich nicht dazu geschrieben. Ah, das ist so wie, Schatz, könntest du bitte die Kartoffeln schälen? Wie viele denn? Ja, die Hälfte davon. Ja, und dann nur die Hälfte der Kartoffeln sind dann geschält. Also von der ganzen Kartoffel ist nur die Hälfte davon geschält. Männerlogik. Ja, aber Muttern hätten mir auch einfach sagen können, da stehen die Tomaten in der Fensterbank. Augen hast du nicht, ne? Das ist Gardine vor. Ich glaube, das Spiel hat sich gerade verabschiedet. So. Kann ich hier noch den Rest machen? Eieieiei. Böses Unkraut. Toll. Weißt du, da hätte die Elgato jetzt auch warten können, bis ich den Kampf fertig hatte. Hey. Wie frech. Warte mal. Ich wollte abspeichern. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Will Zocco da vertrauen? Also den Verkehr bei euch ist man hier auf dem Lande ja gar nicht gewöhnt. Oh Mann. Schätze, du darfst keine 5 Stundenkilometer zu schnell fahren. Dann hängt sie an der Scheibe und schreit, oh, die Geschwindigkeit! Ah! Das war irgend so eine Verarsche von den Indern. Entschuldigung. Ja, die machen wir doch. Alles klar für Jana, schön, dass du da warst. Bis morgen. Oh, Spinne! Nee, Todesklau. Gut. Ich sollte die Scheiße gar nicht gehen. Geh weg. Todesklaue böse. Welche? Was? Okay, ich nehme Sherry nicht, Beast. Dann komme ich nicht in die Versuchung. Welche Rolle ist Sherry? Oh, noch eine Todesklaue. Super. Fällt mir so gar nicht. Medika erhalten. Aha. Activating Combat Mode. Ja, irgendwie klar, dass es noch eine zweite dazu gibt, ne? Nein, ich will nicht Gruppenkuscheln. War doch super. Ja.
Ja, du bist halt einfach in deine Rolle geschlüpft, Eis. War dies auch. Einmal zur Hölle und zurück. Komm, die Hölle. Oh ne, Stufe 5. Das kann ich kriegen. Oh, Rätsel der Welt. Es ist 42. Oder? Ich bin mir nicht so sicher. Gucken wir uns mal das erste Rätsel an. Activating Combat Mode. Was ist das denn für ein scheiß Rätsel? Ich muss ja hier drinnen kämpfen. So, dass sie die keine rüberziehen. Sehr schön, Manu. Hat's geschmeckt? Erzähl mir, wie es war. Ganz genau. Wie saftig. Und saftig und gut. Sehr schön, dass es dir geschmeckt hat. Ist erhalten. Die Viecher können ja jetzt so langsam mal anfangen zu nerven. Ne? Luftschlag 5, jetzt erst zum Schluss. Super. Was ist das für ein Rätsel? Wie viele Motten gibt es oder was? Au! Ein Tambourin. Wollen wir nicht Freunde sein? Autsch. Eieiei. Was war das jetzt für ein komisches Rätsel? Wo ist das Rätsel? Ich fühle mich verarscht. War doch kein Rätsel. Isaac, okay. Ja, Materia Fusion. Siehst du, wir könnten ja hier mal... Ich das Ding nehme. Das Ding. Die Stufe 3 raus. Also, Magie plus 3. Okay. Wenn ich Blitz. Blitz mache.
Ist schon Stufe 3 hier. Also der hier. So, das ist der. Und dann der. Kriegst du irgendwie nicht. Ah. Nein, da nicht rein. Nein! Ach, boah. Oh. Heute abspeichern. Stufe 19. Hey now, are you sure you know enough about Materia Fusion? Any operative worth his salt has mastered Materia Fusion. Make sure. Eingehend studiert. Er will ja gar nicht, dass ich jetzt rausgehe. Okay. Hi. Ich muss doch rausgehen wegen dem Kirins Büro des Soldatleiters. Egal, Leute. Wir machen das morgen. Embrace your dreams. And whatever happens, protect your honor.